Was denn für welche? Irgendwie fängt hier gerade der Kronleuchter an, ganz langsam nach oben zu gehen. Ich glaube, der So, Schalter. hast du zufällig Lautschalter? Ich glaube, der Schalter hat bewirkt, dass der Kronleuchter nach oben geht. Ich mach das mal aus. Ich habe einen blauen Schalter betätigt, aber es kann doch. Nee, der Kronleuchter steigt immer noch langsam nach oben. Ist das vielleicht sowas wie eine Sanduhr, dass das so eine Art Timer ist und wenn der Kronleuchter oben angekommen ist, dass dann irgendwas Schlimmes passiert? Also ich habe hier einen Kronleuchter, der hängt an der Kette und der geht jetzt ganz langsam nach oben. Man hört das auch. Also ich habe, glaube ich, den Ausgang gefunden, aber hier ist ein blaues Tor, das kriege ich nicht auf. Ich liege so Oh! am Boden Warte krabbeln mal, und warte mal. Dings. Meine Map hat sich verändert. Ich sehe jetzt hier grüne, blaue Durchgänge und Kreuze. Ich bin beim blauen Durchgang. Okay, ich habe zwei blaue Durchgänge. Der eine ist komplett blau und der andere ist, hohl. Also der eine ist ausgemalt, der andere ist nicht ausgemalt. Das ist wahrscheinlich, einer ist offen, einer ist zu. Kann das sein? Ich bin beim Zoom. Der zu, blaue Ausgang. Okay, das heißt, wenn du jetzt, wenn du, stehst du an der blauen Tür und guckst Richtung blaue Tür? Die Frage ist, von welcher Nein, Seite? ich Auf stehe der in der Treppe Tür. oder nicht auf der Treppe? Wie jetzt? Bei der blauen Tür, ist da nicht auf einer Seite eine Treppe und auf der anderen Seite keine Treppe? Kannst du durchgucken durch die Tür? Ja. Da sehe ich einfach nur einen Ritter und dann geht's da nach rechts und dann Aber ist geht's da auf da nach einer Seite der links. Tür eine Treppe? Nein. Aber wenn ich zurückgehen würde So und um die dahin Ecke gehen rum. würde, dann geht's links eine Treppe nach unten um die Ecke, ja. Um die Ecke. Ah, dann ist das die Tür. Okay. Dann war das die nicht ausgemalte Tür. Da ist nämlich jeweils um die Ecke immer eine Treppe. Jetzt ist die Frage, du hast gesagt, nach unten geht die, ne? Ich kann ja auf der Map nicht Ja. wirklich eine Perspektive erkennen. Also ich erkenne jetzt nicht, ob nach unten oder nach oben die Treppe führt. Ist da eine grüne Tür irgendwo in der Nähe? Die habe ich geöffnet, Die glaube hast du ich. geöffnet. Geht hinter Aber der das grünen ist Tür zu eine tief, ich Treppe runter in krabbel. den Raum? Weiß es nicht. Oh. Es ist weg. Ich sehe die Farben nicht mehr. Kann ich den Schalter hier nochmal umlegen? Sehe ich dann wieder Farben? Ja! Okay, das ist immer zeitbegrenzt. Also, grüne Tür, hast du gesagt, hast du aufgemacht. Und hinter der grünen Tür war da ein Raum? Ich muss jetzt mal hingehen. Ich habe Angst wegen den krabbelnden Ding da. Muss erst mal wieder die Tür finden. Okay, Das ist wie ein ich Labyrinth gehe jetzt mal hier. davon aus, dass du hier oben in dem Bereich bist. Ja, Ich ist im glaube Anfangsraum. nicht, dass du hier durch. Anfangsraum. Wo ist denn der Anfang? Da ist der Anfang! Ach, da bist du! Okay, warte, warte, warte. Jetzt muss ich nochmal umdenken. Der Anfangsraum. Geh doch mal zum Anfang. Ganz zum Anfang. Ja. Das ist bei mir nämlich weiß markiert mit einem Pfeil drauf. Bist du ganz am Anfang? Ja, das ist ein weißes Tor, Das ist ja. so ein kleiner Flur mit einem weißen Tor, ne? Ja. So. Und wenn du aus dem weißen Tor rausgehst, hast du links eine Treppe, oder? Ja, die geht nach unten. So, jetzt, warte, warte. Genau, dreh dich nochmal um und sag mir mal, was das für ein weißes Tor ist. Wie sieht das Weißes aus? Tor. Das ist ein Tor mit zwei weißen Kristallen in der Mitte. Okay, und wenn du da ein Stückchen weiter den Gang läufst, ist da noch eine Tür? Ja. Wie sieht die aus? Aber das ist gleich die Tür. Also ich komme von dem, also ich bin vorher von dem Raum reingekommen. Ja. Dort waren hier zwei weiße Tore. Das eine war offen, das andere war zu. Ich bin durch das eine durch, habe einen Hebel umgelegt und dann ist das hinter mir zu und das vor mir auf. Okay, ja, ich wollte nur wissen, was das ausgemalte Symbol und das nicht ausgemalte Symbol heißt. Das nicht Das heißt ausgemalte auf und Symbol ist zu. das hintere, ist die vordere Tür, die neben der Treppe ist. Ja, dann ist das zu. Ach, scheiße, jetzt ist das Licht wieder weg. Ich muss nochmal ganz kurz den Schalter betätigen. Bleib mal da. So, also. Da oben musst du hin. Okay, du musst die rote Tür aufmachen.
Okay, alles klar. Du musst jetzt Oh, da erstmal. habe ich bis doch gar nicht Ja, gefunden. pass auf. Du gehst jetzt, wenn du an der Tür bist, rechts rum. Also nicht nach links die Treppe runter, sondern Ja. rechts. Und dann direkt der erste Gang rechts rein. Das ist so ein Rechts kleiner Raum, runter. ne? Da sind drei Kisten drin, kann das sein? Nein, ja, drei Kartonkisten, ja. Genau. Und da ist auch ein Tisch oder sowas? Links den Gang weiter ist ein Tisch, ja. Also in diesem kleinen Raum, meine ich. Neben den drei Kisten ist noch irgendwas. Da wird mir ein Nee, blaues Kreuz das ist so angezeigt. ein Viererzimmer. Ich bin eine Treppe runter und da ist ein Viererzimmer sozusagen. Okay. Da ist mir aber ein blaues Kreuz angezeigt in dem Raum. Also da muss Ja, das ist ein irgendwas. blauer Hebel. Genau, den hast du betätigt? Den habe ich schon betätigt Okay. vorhin, ja. Gut, das heißt, wenn du jetzt aus dem Raum rausgehst und dann nach rechts, dann Ja. geht's direkt nach links um eine Kurve und dann geht's Ja. links eine Treppe runter Ja. oder Hoch. hoch? Hoch. Okay. Und dann bin ich beim blauen Und Tor. dann geht's rechts rum und dann ist das blaue Tor. Ist das zu? Das ist zu. Okay, dann dreh dich mal um, geh wieder zurück zu dem weißen Tor. Ja. So, und vom weißen Tor gehst du dann nach links, die Treppe runter. Dann ist da Da ist auch ein dieses kleiner komische Raum. Monster gewesen. Genau. Und dann geht's direkt rechts eine Treppe wieder hoch. Kann das sein? Ja. So, und dann gehst du da geradeaus. Dann geht. Warte mal, ich will den kleinen Raum gucken, ob da was ist. Nee, okay, dann gehe ich die Treppe hoch, ja. Genau, dann geradeaus. Dann hast du links und also eine Gabelung nach links und nach rechts. Was ist? Kannst du links mal gucken, ob es da weitergeht? Links ist Treppe hoch, Ist ja. da am Ende der Treppe was? Da ist eine Treppe und hier ist ein dunkler Da Raum. endet bei mir die Karte, deswegen, da weiß ich nicht, was Ja, da dahinter ist ist. nichts mehr. Da ist Okay, nichts mehr. dann in die andere Richtung. Und dann, Ja. wenn du dich nach links drehst, müsste dann da irgendwas sein. Da ist ein blaues Tor auf. Ist offen, ja? Ja, und hier geht's nach unten. Okay, das blaue Tor hast du mit dem blauen Dings geöffnet. Ja. Okay, so, da geht's dann runter, hast du gesagt. Ja. Genau, und rechts in dem Raum ist neben den Kisten auch wieder ein Schalter. Ein grüner Ja, ein Schalter. grüner. Den habe ich auch schon Den umgelegt hast du auch schon gehabt. umgelegt. Okay. Und wenn du da neben dem Schalter die Treppe hochgehst oder runter, dann ist doch da eine Tür, oder nicht? Ja, ein grünes Tor ist zu. Das ist zu. Ja. Oh. Warte. Dann geh noch mal zurück zu dem Weißen wieder. Hä, dann muss aber das hier doch auf sein, oder nicht? Da muss ich irgendeine Kombination mit den Schaltern machen. Vielleicht muss der grüne Ja. zu, damit ich Warte, zu warte, dem warte. blauen Tor raus Genau, kann. sag mir gleich mal, geh noch mal zu dem blauen Schalter und sag mir, wie der jetzt steht. Ich glaube, das hat dieses ausgemalt und nicht ausgemalt zu bedeuten. Es kann sein, dass jetzt, sage ich mal, Schalter oben heißt, nicht ausgemalte Türen sind offen und Schalter unten, die ausgemalten Türen sind offen. Weißt du? Warte, ich habe den grünen Schalter mal umgelegt. Nee, Ach, nee, jetzt nicht ist den das Tor grünen. hier auf. Ach so, okay, wie, ja, gut. Welche Richtung zeigt der Schalter? Hoch oder runter? Hoch. Hoch. Okay, dann heißt hoch, dass die nicht ausgemalten Türen offen sind. Okay, dann geht er. Das bringt dir aber noch nichts. Das bringt dir nichts. Du musst ihn runter machen. Die Tür muss erstmal zu sein. Du musst nämlich durch eine andere Tür. Ja, dann muss der blaue Schalter vielleicht auch nach oben, um die Tür aufzukriegen. Ganz genau. Dann muss. Warte mal, was heißt oben nochmal? Aus. Nicht Nicht ausgemalte. ausgemalt. Okay, gut. Genau, dann muss das nach oben. Dann ist die Tür offen. Und der grüne muss nach unten, dann ist die Tür offen. Dann kannst du den roten Schalter nämlich betätigen. Genau. Das heißt, du musst jetzt einmal den blauen betätigen und dann kannst du nämlich dadurch diese eine blaue Tür, die da zu war, durch. Oh, blauer Schalter ist betätigt. Genau, dann gehst du jetzt da den Gang entlang, dann gehst du durch die blaue Tür und dann musst du, da geht's dann glaube ich eine Treppe runter und da musst du dich rechts halten. Rechts geht in den Raum rein. Da ist dann ein roter Schalter. Ich muss noch mal kurz, warte. Da geht's die Treppe nach oben und da geht's rechts in einen Raum. Also hier ist ein großer Raum, ja. Und da ist irgendwo ein roter Schalter. Und da geht's noch ein Schalter, noch ein nach unten. Ein roter Schalter? Ach so, warte mal, da müsste die grüne Tür sein. Ja. Durch die bist du Da ist ein durch, ja? roter Schalter drin, ja. Genau. Wie ist der jetzt Den habe ich gerichtet? geöffnet. Nach unten. Nach unten hieß au ausgemalte. Zugemalt, ja. Nee, die. Ja, ausgemalten Türen. Ausgemalt. Genau. Dann musst du jetzt wieder. Okay, dann müsste die jetzt offen sein. Das heißt, du müsstest jetzt wieder zurück den blauen Schalter betätigen, dass du wieder durch die andere blaue Tür gehst. Und dann zum grünen Schalter und den grünen Schalter betätigen, damit du durch die Tür neben dem grünen Schalter durch kannst. Und dann müsste der Ausgang nämlich offen sein. Klingt logisch. Also, der
der Ausgang ist eine rote ausgemalte Tür. Das war, glaube ich, Schalter nach oben. Ja, Schalter nach oben. Genau. Das heißt, wenn jetzt der rote Schalter oben ist, müsste die Ausgangstür offen sein. Dann musst du jetzt nur nochmal, wie gesagt, zurück, blau betätigen, dann durch die Tür grün betätigen und dann müsste da der Ausgang sein. Okay, ich schaue mich mal gerade nochmal hier ein bisschen in dem Raum um. So, jetzt gehe ich durch grün durch. Genau, ich lese, glaube ich, nochmal so ein Rätsel. Links vor. Nach oben. Oder? Ja. Checkpoint habe ich erreicht. Ja, genau, Guiding Light. Ich bin im Innenhof. Ich friere mir hier einen ab. Genau. Jetzt ist die Schachfeld. Frage: Was ist da? Ich muss Schach spielen. Schach? Ja, ich muss Schach spielen. Oh, ich würde gerne diesen Generator hier anmachen. Du müsstest bestimmt auch mal der Computer sein. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne wissen, ob ich das hier irgendwie anschalten kann, das Gerät. Ja, keine Ahnung. Du musst jetzt Schachinformationen liefern hier. Ja, okay. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwo Schachinformationen habe. Ich weiß nicht, welche Figur ich nehmen soll. Weiß oder schwarz? Weil ohne Schachspielen komme ich hier auf jeden Fall nicht weiter. Oh, hier ist ein Schalter. Oder? Kannst du drücken? Hier ist so ein Hitzegenerator, glaube ich. Hier, der blinkt rot. Aber ich kann ihn nichts betätigen. Okay. Ich kriege immer so einen weißen Punkt in der Mitte des Bildschirms. Und der wird immer groß, wenn ich was betätigen kann, aber ja, ich kann ja, nichts genau. betätigen. Das ist bei mir genauso. Nee, hier ist nichts und ich friere mir hier einen ab. Okay. Ich muss wahrscheinlich Schach spielen. Oh, ich bin auf dem Kronleuchter. Ist aber auch ein. Ja, ich friere wirklich ab, Alter. Der Bildschirm friert sich immer weiter zu. Okay, kannst du nochmal wieder reingehen und dich aufwärmen? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Ich weiß halt nicht genau, wie ich dir jetzt bei dem Schachspiel helfen soll. Ah, die Bücher vielleicht. Nee, die Tür ist zu. Vielleicht die Bücher. Ah, wegen den Schritten. Weißt du, wegen ja, auf den Büchern stand da doch sowas wie, fange in der oberen linken Ecke an und geh dann zwei Schritte in die Richtung, drei Schritte in die Richtung und sowas. Ja, ja, aber ich kann nichts machen, du musst dich beeilen. Ja, dann nehme ich mir einfach mal hier das erste Buch und lese das vor, oder? Ja. Ich versuche das mal gerade zu drehen. So, also fang an der westlichsten Ecke an. Du weißt, Norden, Süden, Westen, Osten ist dir bekannt? Norden oben, ja, Süden unten, Westen ich links, weiß nicht, Osten rechts. Hier orientiert. Das ist eine gute Frage. Kannst du das Schachbrett drehen oder drumherum laufen oder sowas? Das ist ein menschengroßes Schachbrett. Ah. Dann drumherum laufen. Oh, ja. Wie bei Harry Potter? Ja. Oh, cool. Okay, dann musst du irgendwo einen Orientierungspunkt finden. Ich sehe nur noch ganz wenig, weil der Bildschirm so zufriert. Oh weia. Heißt das, du stirbst? Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Vielleicht also hier habe ich noch einen Hinweis zwischen den Augen. Das bringt aber nichts. Die Form formt, das Eis formt sich so wie ein Auge. Ich sehe wirklich fast nicht mehr. Starting in the Far East? Hier sind halt verschiedene Gedichte und ich weiß nicht, Bücher. Ich weiß halt nicht, bei welchem man anfangen muss. Ich kann halt nichts betätigen, ich kann hier nur rumlaufen. Starting from the far east. After moving two steps north, head two steps towards the west. Ja, ja, okay. Hier sind aber auch so zwei Mönche, die ihre Hände aufhalten. Als Statuen. Da kann ich aber auch nichts machen. So, was steht hier? In the western corner. Lies your start. Okay, hier steht jetzt in der westlichen Ecke ist dein Start. Jetzt ist halt die Frage, wo ist bei dir Westen? Null Ahnung. Vielleicht Norden, wenn ich gegen die Tür gucke? Ich weiß es nicht. Geh mal davon aus, dass wenn du aus der Tür rauskommst und gerade in diesen Raum oder in den Hof guckst, dass du dann Richtung Norden schaust.
Und der Bildschirm friert noch mehr Zeit. Also wenn ich jetzt in Richtung Norden schaue, ja. Also ich würde jetzt einfach mal das wenn so festlegen. Wenn ich Norden wäre, schaue ich Richtung Norden. Ach so, ja gut. Dann schau Richtung Tür und das ist Norden. Das können wir auch so machen. Wir müssen halt irgendwas jetzt einfach mal testen. So, dann Westen, also links im Prinzip. Die westliche Ecke, das ist dein Start. Dann stelle ich mich da rein. Vom Schachbrett auf die Figur. Jetzt läufst du Richtung Norden, aber, warte, lass mich das zu Ende sprechen. Lauf Richtung Norden, aber achte auf deine Schritte. Vor dem letzten musst du Richtung Osten. Also du läufst im Prinzip so lange Norden bis zum vorletzten Feld und dann drehst du dich nach Osten. Außen? Nach Osten. Ja. So, dann geht's weiter. Zwei Schritte nach Osten. Ja. Dann ein Schritt nach Süden. Okay. Ja. Dann noch mehr ein. Dann läufst du direkt an die östliche Mauer. Ich sehe wirklich nichts mehr. And then you may. Ich kann mich nicht orientieren. And then you may proceed towards the door. Und dann kannst du durch die Tür. Null. Hat sich getan. Okay. Also, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, ist auf jedem Buch am Ende des. Ist fertig. Also, dann geht die Tür auf. Das ist so das Ende von jedem Buch. Die Frage ist halt, welches Buch ist das richtige? Hast du irgendeine Farbe oder sowas? Oder irgendwelche Symbole? Schach. Ich habe halt hier ein grünes Buch, ein türkises Buch, ein orangenes Buch. Das ist auch nochmal grün, das ist auch nochmal so braun. Wenn du meinen Bildschirm gerade sehen würdest, ich habe nur so einen winzig kleinen Fleck und der ist auch mit Eis beschichtet. Ja, ich weiß halt nicht, welches Buch und ich weiß auch nicht, wo bei dir Norden, Süden, Westen, Osten ist. Ich kann dir auch einfach nochmal ein Buch vorlesen. Die Sonne ist blau. Was ist los? Blau. Oder habe ich ein blaues Entweder Buch? Entweder ist der Mond blau oder die Sonne blau. Keine Ahnung. Immer ist es blau. Ich habe ein blaues Buch, ja. Ach, ja, du bist totgefroren. Froze to death. Okay, ich würde sagen, nochmal vom Checkpoint versuchen, oder? Ja, war schon kräftig, du. Das ist echt heftig. Der Bildschirm ist echt total eingefroren. Also die Frage ist halt, welches Buch muss ich nehmen? Du musst irgendwie gucken, dass du eine Information kriegst, wodurch ich weiß, welches Buch ich nehmen Hast muss. Hast du ein blaues Buch? Ja, ich habe ein blaues Buch. Dann versuchen wir es damit, weil die Sonne war ja blau oder sowas. Ja, okay, dann versuchen wir das blaue Buch. Ja, okay. Oder dieser eine Generator, da blinkt es rot. Warte mal, du hast eine Sonne, ne? Steht die, wie hoch ist die denn am Himmel? Wie hoch die ist? Ist die direkt ganz oben am Himmel oder ist die so Nein. knapp über dem Horizont? Die ist so mittig, sagen wir mal so 45 Grad. Die ist mittlig, als wenn ich ganz nach oben gucken kann ich nicht. Ja, das stimmt, das kann ich auch nicht. Vielleicht zu so 45 Grad, ja. Ja, kann das vielleicht sein, dass die Sonne den Süden markiert? Weil mittags ist die Sonne im Süden. Das wäre ein Anhaltspunkt. Dann wären die Türen trotzdem im Norden. Genau, dann sagen wir einfach mal, die Sonne ist im Süden. So, welche Farbe hat die? Jetzt ist die Frage von, wo muss ich starten? Ja, Blau du musst mir jetzt erstmal sagen, welche Farbe von Buch ich brauche. Also, das Schloss vor der Tür ist lila, der Generator blinkt rot und die Sonne ist blau. Ich weiß nicht, was davon gemeint ist. Ich nehme einfach mal das blaue Buch. So, hier steht jetzt. Bevor du im Osten startest, machst du einen Schritt Richtung Westen. Was? Hilfe. Also, bevor du im Osten startest, ein Schritt nach Westen. Take one step westward. Wie kann man denn nach links? Hey, was ist das denn? Wie kann man denn schon einen Schritt machen, bevor man startet? Okay. Der Bildschirm fängt wieder an. Also, bevor du im Osten startest, machst du einen Schritt westlich. Dann startest du. Warte, ich soll im Osten starten? Nein, hier steht, bevor du im Osten startest, machst du einen Schritt westen. Einen Schritt nach Westen. Ach so.
Und dann geht's aber weiter. Danach startest du, indem du 2 Schritte Richtung Norden machst. Ja. Also du Bin ich nimmst, direkt am Schachbrett. also ich glaube, ich verstehe das so. Du nimmst die östliche Ecke, machst von da aus einen Schritt Westen und dann fängst du dort an. Das ist dann vielleicht der Startpunkt. Ich bin gerade total verwirrt. Nimm mal Osten. Ich möchte jetzt am liebsten die Rollen tauschen. Nimm mal Osten. Ostlicher, wenn ich Norden ab rechts, oder? Wenn du nach Norden guckst, ist Osten rechts, genau. So, die östliche Ecke. Ja. So, jetzt gehst du einen Schritt nach Westen. Also ich bin jetzt in der östlichen Ecke und gehe einen Schritt nach Westen. So, jetzt machst du 2 Schritte nach Norden. Ja. Jetzt machst du einen Schritt nach Westen. Ja. Dann einen Schritt nach Norden. Ja. Jetzt gehst du so lange nach Westen, bis du an der Wand ankommst. Ich bin an einem Zaun angekommen. Gut, und jetzt straight to the door. Also direkt zur Tür. Nope. Also wenn ich jetzt, ich bin an einem Zaun Okay. angekommen, und wenn ich dann zur Tür laufen würde, müsste ich den Zaun entlang, dann nach links und dann zur Tür, aber die ist zu. Okay, dann ein anderes Buch. Was hast du noch für Farben gesagt? Das blaue Wasser vielleicht nicht. Also es blinkt rot, ein Generator. Ist das hier rot? Das könnte eigentlich schon rot sein. Und wir haben noch das, die Tür ist mit den lila Kristallen und lila Gitter verschlossen halt. Das Gitter hat lila Kristallen intus. Nee, lila Buch habe ich hier nicht. Warte mal, das hier, das ist definitiv grün. Und sehr dunkel. Das hier ist noch blau. Wir könnten das hier nochmal versuchen. Also, du fängst ganz, ganz im Osten an. Ja. So. Oder? Dann So. 2 Schritte nach Norden. Ja. Dann 2 Schritte nach Westen. Ja. 2 Schritte nach Norden. Aber, ne, warte, Ja. warte, warte, warte. Nochmal zurück. 2 Schritte zurück, wieder nach Süden. Hier steht nämlich, du machst 2 Schritte nach Norden, nachdem du einen Schritt nach Osten gemacht hast. Also erst einen Schritt nach Osten und dann 2 Schritte nach Norden. Ja. So, und jetzt noch einmal vorwärts. Also hier steht Ja. vorwärts. Ich weiß jetzt nicht, was vorwärts bei dir ist. Mehr, das war's. Buch zu Ende. Ich bin gleich wieder am Abfrieren. Ich bin wieder so weit. Es klappt nicht. Ja, Ich glaube, wir sollten dann noch mal die Rollen tauschen. nächstes Buch einfach Ein Buch versuchen. werden wir nicht mehr schaffen, ja, aber können es noch versuchen. Ach, das ist schon wieder dämlich formuliert. Nehmen wir mal das hier. Komm, das war das erste Buch, was wir überhaupt gelesen haben. Das Drehen ist auch ein bisschen nervig, die Bücher in die richtige Position zu bringen. Also, du fängst Ja. jetzt in der ganz westlichen Ecke an. Ja. Jetzt machst du 3 Schritte nach Norden. Dann ein Schritt nach Süden. Also, toll, dann hast du im Prinzip 2 Schritte nach Norden gemacht. Warte, warte, warte. Ja. Ach, scheiße, ich habe mich wieder. Nochmal eins zurück. Also, ich lese nochmal von Anfang an vor. Du startest im Westen, dann machst du 3 Schritte nach Norden. Dann machst du einen Schritt nach Süden, aber nicht bevor du 2 Schritte nach Osten gemacht hast. Also. Westen, dann 3 Schritte hoch nach Norden, Ja. dann 2 Schritte nach Ich mach's Osten, dann zurück ein Schritt nicht. nach Süden. Da bist du jetzt. Dann continue towards the eastern wall, also im Prinzip Richtung östliche Wand einfach drauf zuhalten und dann zur Tür. Also bis zur östlichen Wand laufen und dann zur Tür. Nope. Gut. Hier steht noch der Ich kann Hinweis so between nicht. the eyes. Irgendwas zwischen den Augen. Hast du irgendwelche Augen bei dir? 2 Augen. Ich sehe gerade null. Ich kann dir nichts sagen. 2 Augen.
Oder irgendwelche Irgendwann war das Symbole. ja, ich bin wieder. Ah, Symbole oder Augen. Wollen wir es nochmal versuchen oder Ja, wollen lass es wir. nochmal versuchen. Auf geht's. Also das Rätsel muss Aber auf nach jeden dem Fall, Versuch. ich glaube, das Rätsel muss auf jeden Fall mit den Büchern gelöst werden. Ja, aber nach dem Versuch, wenn wir das nicht schaffen, tauschen wir mal die Rollen. Ja, okay.